So, hallo zurück aus der Pause. Wir haben mit dem Martin Sternsberger jetzt ein Urgestein des WordCamps und des WordPress Meetups eigentlich unter uns. Immer wieder gerne da. Und er ist Gründer von WP Stars, für die Leute, die es nicht wissen. Und worüber er heute redet, kommt nicht aus der Speisekarte von einem chinesischen Restaurant. Das sind sind das trotzdem die 8 Schätze, die sich um eine Methode handelt für inneren und äußeren Reichtum, womit er Freiberuflern, Bloggern, Agenturleiterinnen, Unternehmerinnen hilft oder helfen möchte, Erfüllung im Business und auch im Leben zu finden. Also, Cool, danke Martin, Marco. bitte. Ja, herzlich willkommen zum Kurzvertrag Mehr Erfolg und Erfüllung in deinem WordPress-Business. Ein Auszug aus der 8-Schätze-Methode für inneren und äußeren Reichtum. Aber jetzt erlaube ich mir, jeden von euch einzeln mit Du anzusprechen. Du bist heute hier, weil du grundsätzliches Interesse daran hast, mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Leben und in deinem Business zu haben. Vielleicht bist du auch hier, weil du spürst, dass dein Erfolg noch nicht ganz deinen Erwartungen entspricht oder weil du Blockaden in dir spürst und nicht genau weißt, welche das sind und wie du sie lösen kannst. Und irgendwie dürfte die Sache mit dem Erfolg im Business und der Erfüllung im Leben auch leichter gehen, oder? Ich bin heute hier, weil ich mir genau diese Fragen schon lange, lange Zeit selbst gestellt habe. Ich habe 1996 eine der ersten Digitalagenturen in Österreich gegründet. Ja, ich bin so alt zum Thema Urgestein und bin seitdem relativ erfolgreich in dem Business tätig, inklusive dem erfolgreichen Verkauf dieser Agentur im Jahr 2010 und dem späteren Gründen einer neuen Agentur, der WP Stars. Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass mein geschäftlicher Erfolg sehr begrenzt war und ich eine gewisse Grenze nicht überschreiten konnte. Und außerdem war der Erfolg viel zu hart erarbeitet. Ich rede von vielen, vielen Stunden täglich und vielen, vielen Wochenenden. Ihr kennt das sicher selbst. Doch dann habe ich eine außerordentlich wirksame 8-Schritte-Methode entdeckt und weiterentwickelt. Und das intensive Durcharbeiten dieser Methode brachte mein Leben und den Erfolg meiner Agentur auf den nächsten Level. Schon wenige Monate später konnte ich mich voll auf meine Herzensprojekte und meine Familie konzentrieren. Mein Unternehmen läuft seitdem ohne mich sehr erfolgreich unter kompetenter Führung und mit motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mein Name ist Martin Sternsberger, ich bin ausgebildeter Trainer und Coach und Unternehmer seit mehr als 25 Jahren. Mein Ziel für heute ist es, dass du mit wertvollen Nuggets heimgehst, die du direkt anwenden kannst und hoffentlich auch wirst. In den circa 30 Minuten kann ich natürlich nicht die gesamte 8-Schätze-Methode für inneren und äußeren Reichtum erklären. Dafür reicht die Zeit nicht. Ich werde mich deshalb auf einige wenige Punkte konzentrieren und an der Oberfläche bleiben. Dennoch wird es viel Information sein, weil mir wichtig ist, dir so viel wie möglich an Informationen in der kurzen Zeit mitzugeben. Und vielleicht erwartest du heute geschäftliche Tipps oder Tipps zu Prozessen oder zum Aufbau einer Agentur. Dann muss ich dich enttäuschen. Es geht heute um Wichtigeres. Es geht heute um dich, um dein Mindset und deinen Erfolg. Die Vortragsfolien, eine kleine Aktion für später und ein Feedback-Formular findet ihr unter dem Link. Und ich bitte euch, das Feedback-Formular auszufüllen, damit ich daraus lernen kann. Herzlichen Dank dafür. Beginnen wir mit einem sehr entscheidenden Punkt für deinen Erfolg, dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein arbeitet rund um die Uhr, auch wenn du schläfst. Alle Ideen und Wahrnehmungen gehen zuerst durch dein Unterbewusstsein. Wenn eine Idee nützlich ist und du liebst, was du tust, wird dein Unterbewusstsein für diese Idee arbeiten und sie akzeptieren. Wenn wir uns für nicht etwas nicht wirklich motiviert fühlen, arbeitet das Unterbewusstsein dagegen, auch wenn die Idee selbst hilfreich ist. Das Unterbewusstsein ist eine Kraft, die 5-mal stärker ist als unser Bewusstsein. Wenn du nicht magst, was du tust, dann kämpfst du mit einer Kraft, die stärker ist als dein bewusstes Ich. Deine Effizienz wird dadurch deutlich sinken und damit auch deine Ergebnisse. Alles wird anstrengender. Unser Ziel ist es also, dein Unterbewusstsein dazu zu bringen, für dich und deinen Erfolg zu arbeiten. Entscheidend in der Arbeit mit deinem Unterbewusstsein ist deine bewusste Aufmerksamkeit.
Deine bewusste Aufmerksamkeit ist das Wertvollste, was du hast. Warum? Weil es das Einzige ist, was du kontrollieren kannst. Das Unterbewusstsein steht nicht unter deiner direkten Kontrolle. Es funktioniert automatisch. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist deine bewusste Aufmerksamkeit. Nur dadurch kannst du dein Unterbewusstsein verändern. Alles, worauf du dich regelmäßig fokussierst und sich dadurch regelmäßig wiederholt, wird automatisiert. Wenn etwas automatisiert ist, wird es Teil deines Unterbewusstseins. Dein Unterbewusstsein übernimmt dann unbewusst und unbemerkt die Kontrolle und arbeitet Tag und Nacht für deine unbewussten Ziele. So entstehen deine Muster. Dein Unterbewusstsein produziert konkrete, reale Ergebnisse in deinem Leben. Worauf richtest du deinen Fokus? Auf Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Auf Geben oder Nehmen? Auf Erfolg oder Misserfolg? Worauf sonst noch? Nimm diese Frage für später mit und denke noch einmal darüber nach. Worauf richtest du deinen Fokus? Übrigens, dein Unterbewusstsein wird alles tun, um dich all die neuen Erkenntnisse, die du heute bekommst, vergessen zu lassen, solange sie nicht in automatisierte Muster übergegangen sind. Um sie zu automatisieren, ist es wichtig, solche Erkenntnisse oft zu wiederholen oder sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Das ist auch der Grund, warum ich einen ganzen Videokurs zu diesem Thema gemacht habe und warum dort es diese wichtigen Arbeitsblätter gibt, damit du dich in Ruhe mit diesen Themen auseinandersetzen kannst. Dein Unterbewusstsein unterstützt das, was du gerne tust und wofür du motiviert bist. Deshalb ist es wichtig herauszufinden, was dich motiviert und wie du deine Motivation steigern kannst. Dabei geht es nicht um deine allgemeine Motivation, sondern um die Motivation für deine Arbeit. Die Dinge, die du tust, um Erfolg zu haben. Analysiere einmal deine Tätigkeiten. Alles, was du machst, kann in kleine Teile zerlegt werden. Zum Beispiel, dass du Kunden anrufst, Support-E-Mails bearbeitest, über deine Firmenstrategie nachdenkst und so weiter. Du kannst dich dann entweder auf die Dinge konzentrieren, die dich am meisten motivieren, oder du kannst deine Motivation bei Aufgaben steigern, die dir Geld bringen. Wenn du weder das eine noch das andere tust, wirst du feststellen, dass deine Effizienz gering ist und deine Ergebnisse bei weitem nicht so gut sind, wie sie sein könnten. Welche Tätigkeiten motivieren dich? Welche bringen dir Geld? Nimm diese Frage auch mit für später. Wenn man sich mit dem Thema Motivation beschäftigt, taucht unweigerlich eine Frage auf. Was ist, wenn dir das, was du tust, nicht gefällt, du damit aber Geld verdienst? Es gibt drei Dinge, die du tun kannst. Erstens, lass es und mach nur, was du liebst. Das funktioniert immer. Aber es ist oft nicht zielführend. Ohne Geld kein Erfolg. Aber schau dir die Tätigkeiten noch einmal genau an. Manche Dinge, die wir tun, bringen gar nicht so viel Geld oder Kundenzufriedenheit ein, wie wir glauben. Die kannst du getrost weglassen. Zweitens, sieh das übergeordnete Ziel. Wenn du zum Beispiel mit deinem Partner oder deiner Partnerin schick essen gehst, nerven dich vielleicht die Vorbereitungen, die Fahrt mit der Straßenbahn und es regnet draußen, aber du hast das tolle Essen vor Augen und das super Date. Das ist das übergeordnete Ziel. Drittens, delegiere. Aktivitäten zu machen, die du nicht magst, ist eine sehr ineffiziente Art, deine Zeit zu nutzen. Delegiere sie an jemanden, der diese Tätigkeit wirklich mag. Wahrscheinlich ist diese Person auch noch wesentlich billiger als du, wenn du die tatsächlichen Kosten in Betracht ziehst und dir überlegst, was du in der Zeit mit anderen Tätigkeiten an Geld verdienen könntest. Vertraue darauf, dass diese Person, wenn du sie gut einarbeitest, fast so gute Arbeit macht wie du selbst. Und akzeptiere deine eigenen Ausreden nicht, warum gerade bei dir Delegieren nicht funktionieren kann. Also, nimm auch diese Frage mit. Welche Tätigkeiten kannst du lassen oder delegieren? Wo kannst du das übergeordnete Ziel sehen? Was sind nun die Faktoren für Motivation? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Ich greife ein paar heraus. Erster Faktor, stehen deine persönlichen Interessen an erster Stelle. Wenn du deine Finanzen planst,
Planst du zuerst dann alle Ausgaben, bevor du dein eigenes Einkommen planst? Planst du zum Beispiel zuerst die Gehälter deiner Mitarbeiter, den Wareneinsatz, die Kosten für deine Lieferanten und so weiter und erst ganz zum Schluss dein regelmäßiges Einkommen und vielleicht auch nur dann, wenn etwas überbleibt? Dann arbeitest du für deine Firma und nicht deine Firma für dich. Du arbeitest für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht umgekehrt. Du wirst zum Sklaven deiner Firma. Deine Firma ist aber etwas, das für dich da sein sollte, das dich zufriedenstellen sollte und nicht umgekehrt. Wenn du zufrieden bist, bist du motiviert. Wenn du motiviert bist, hast du effektive Ideen, wendest sie effektiv an und hast effektive Ergebnisse. Achte also darauf, dass dir dein persönliches Interesse wirklich wichtig ist. Arbeitest du für deine Firma oder deine Firma für dich? Nächster Motivationsfaktor. Glaubst du an dich, deine innere Stärke und deinen Erfolg? Befürchtest du manchmal, dass du ohne Unterstützung von außen, zum Beispiel Förderungen, deine Eltern, deine Freunde, Investoren, geschäftlich nicht überleben könntest? Viele von uns kennen jemanden, der viel länger als nötig von den Eltern, Freunden, Partnern oder Darlehen abhängig ist oder dessen Geschäft überhaupt nur mit Subventionen funktioniert. Wenn du dich darauf konzentrierst, Hilfe nur, Betonung auf nur, von außen zu bekommen, suchst du sie nicht in dir selbst. Du nutzt dein eigenes Potenzial nicht. Sieh dich selbst als die Quelle, die alles hat. Entwickle deine Talente und Fähigkeiten. Vertraue auf deine eigenen Anstrengungen und Ideen. Diese Art zu denken lenkt die Aufmerksamkeit in die richtige Richtung. Du wechselst den Fokus darauf, dein eigenes Potenzial zu entwickeln und einzusetzen. Das heißt natürlich nicht, dass du alles im Alleingang machen sollst oder kannst. Im Gegenteil, natürlich braucht man andere Menschen für Erfolg. Aber vertraue auf dein Potenzial. Dein Potenzial ist großartig. Es ist einzigartig. Keiner sonst hat dein Potenzial. Glaubst du an dich, deine innere Kraft und deinen Erfolg? Eine wichtige Frage für deine Motivation. Und dann noch die Frage, hast du dich schon einmal gefragt, welchen Sinn es hat, erfolgreich zu sein? Wofür brauchst du das Geld? Wofür setzt du es ein? Was bedeutet es für dich? Wenn du auf diese Frage keine Antwort hast, dann ist dein Unterbewusstsein an Erfolg nicht interessiert. Um das zu ändern, kannst du dir Ziele anschauen, die dich motivieren. Und bei den Zielen gibt es zumindest drei Arten. Welche Art von Zielen verfolgst du? Sind es Ziele mit einer Ziellinie, wie du zum Beispiel das Haben eines tollen Autos, eines Hauses, einer Yacht? Diese Art von Zielen erfordert meist viel Disziplin. Wenn man das Ziel erreicht hat, ist oft auch die Motivation weg. Das heißt überhaupt nicht, dass du solche Ziele nicht haben oder sie lassen solltest. Das heißt nur, es sollten nicht die einzigen Ziele sein, die du hast. Und sie sollten sehr konkret und mit Emotionen aufgeladen sein. Je genauer du es dir mit allen Sinnen vorstellen und erleben kannst, desto mehr geht es in Resonanz mit deinem Herzen. Es motiviert dich und die Motivation steigt, je konkreter das Ziel ist. Die nächste Art von Zielen nennen wir destruktive Ziele. Sie sehen vielleicht so aus, als würden sie uns motivieren oder unser Einkommen und unseren Erfolg steigern, aber diese Art von Zielen ziehen uns in die entgegengesetzte Richtung. Unbemerkt behindern sie uns mehr, als sie uns motivieren. Ein Beispiel dafür ist die Motivation aus Angst. Zum Beispiel die Angst, zu wenig Geld zum Leben zu haben. Ein anderes Beispiel ist der Wunsch, Erfolg zu haben, nur um das eigene Selbstwertgefühl zu steigern oder um Ruhm und Ehre zu erlangen oder um es jemandem zu beweisen. Und dann gibt es noch die Arten von Zielen, die für immer Bestand haben. Diese Ziele sind von dem Moment, in dem du sie dir setzt, bis zum Ende deines Lebens beständig. Dazu gehört die ständige Weiterentwicklung deiner Fähigkeiten, aber auch die Beseitigung deiner destruktiven Muster. Wenn du für so ein Ziel arbeitest, fühlst du dich zufrieden mit dem Prozess und bist im Flow. Schau dir also deine Ziele an. Sie sind sehr wichtig für deine Motivation. Was sind deine Ziele? Welche Art sind sie? Das ist ein guter Zeitpunkt für eine Aktion. Mach eine Tabelle mit
7 Zeilen. Schreib in die linke Spalte die Themen rein und in die rechte Spalte eine Reihenfolge. Oder geh auf die Webseite, dort kannst du mit dem Handy das für dich selbst machen. Du hast jetzt eine halbe Minute Zeit, diese Liste nach Prioritäten zu ordnen. Mach das spontan. Was ist dir in der jetzigen Lebensphase am wichtigsten? Fertig? Sechs Punkte in dieser Tabelle beziehen sich auf echte Werte. Einer der Punkte ist nur ein Mittel zum Zweck. Ein Hilfsmittel, um echte Werte zu erhalten. Einkommen, Geld und Vermögen dienen nur dazu, um echte Werte zu erhalten. Und das Geld ist nur ein Mittel, um echte Werte zu erhalten. Welchen Platz nimmt das Einkommen bei dir ein? Es gibt viele Werte, die man nicht mit Geld kaufen kann, zum Beispiel innere Harmonie, Freude, Glück in der Familie oder die Beziehung mit den eigenen Kindern und viele, viele weitere. Hast du dafür schon jemals bezahlt? Diese Werte hast du nicht durch Geld erhalten. Was hat das mit innerem oder äußerem Reichtum zu tun? Stell dir vor, ein Mensch opfert seine wahren Werte, zum Beispiel seine Gesundheit, seine Familie, die Beziehung zu seinen Kindern und so weiter, für ein Mittel zum Zweck, zum Beispiel Geld. Diese Person versteht nicht, wofür das Einkommen eigentlich da ist. Sie versteht nicht, dass das Einkommen nur ein Mittel zum Zweck ist. Es ist nur ein Mittel, um andere Werte zu erreichen. Es ist wirklich toll, was man mit Geld alles machen kann. Und je mehr Geld man hat, desto einfacher wird es. Aber Geld ist kein Selbstzweck. Geld ist ein Hilfsmittel. Angenommen, jemand ist bereit, seine Gesundheit zu opfern, um Geld zu verdienen. Bestimmt kennst du jemanden, der davon betroffen ist. Wie viele Menschen haben plötzlich einen Hörsturz, einen Herzinfarkt oder andere körperliche Zusammenbrüche? Oft nehmen sie die Symptome lange Zeit nicht wahr, obwohl sie sich lange ankündigen. Oder kümmern sich einfach nicht darum. Nehmen wir an, jemand ist bereit, seine Gesundheit zu opfern, um Geld zu verdienen. Diese Person arbeitet ununterbrochen im Dauerstress und das über Jahre hinweg, nur um ein Einkommen zu erzielen. Vielleicht hat diese Person sogar ein Ziel vor Augen, das sie irgendwann erreichen will. Wie werden Körper und Geist reagieren? Was wird die Folge sein? Im schlimmsten Fall wird diese Person physisch und psychische Gesundheit verlieren und in der Folge nicht mehr in der Lage sein, Geld zu verdienen. Sie verliert also beides, Gesundheit und Einkommen. Außerdem wird diese Person nicht mehr in der Lage sein, das verdiente Geld so auszugeben, wie sie es möchte, um das Leben zu genießen. Wir wissen nicht, ob diese Person die Entscheidung bewusst oder unbewusst getroffen hat. Meistens ist es eine völlig unbewusste Entscheidung und wir merken lange Zeit nicht, was wir tun. Diese Denkweise ist ein Muster. Sie kommt daher, dass man nicht zu schätzen weiß, was man schon hat. Wenn man etwas nicht schätzt, verliert man es, weil es keinen Wert für einen hat. Ein Mensch, der von diesem Muster betroffen ist, fokussiert immer auf etwas, das er noch nicht hat. Er träumt immer davon, etwas anderes zu haben und strebt danach. Aber sobald er sein Ziel erreicht hat und das, wovon er so lange geträumt hat, hat, sieht er nicht mehr, was er gerade erreicht hat. Die Folge ist, dass er wieder versuchen wird, Wert zu bekommen, indem er noch mehr arbeitet, um noch mehr zu haben. Und er weiß nicht zu schätzen, was er hat. Es ist eine endlose Schleife. Manche nennen das auch Hamsterrad. Bist du davon betroffen? Welche echten Werte opferst du für dein Einkommen? Ein beständiger Fokus auf die wahren Werte, die du bereits hast, wie Familie, Glück, Gesundheit, Fähigkeiten, innere Harmonie, um nur 5 von vielen zu nennen, entwickelt ein Muster der Fülle.
Wenn du deine Aufmerksamkeit auf Werte richtest, die du bereits hast, entsteht ein Muster von sicherem Wohlstand und einer Fülle, die nicht verloren gehen kann. Wenn du dieses Muster einmal etabliert hast, führt es zu Reichtum in allen Bereichen deines Lebens, auch beim Geld. Du spürst die Gewissheit, dass du Fähigkeiten und viele andere Werte hast und immer haben wirst. Überlege dir einmal die 20 wichtigsten Werte in deinem Leben, wie Glück mit der Familie, Gesundheit, deine Fähigkeiten und so weiter. Stell dir vor, jemand würde dir jeden dieser Werte für Geld abkaufen. Überlege dir nun, für welchen Wert in Euro du jeden einzelnen dieser Werte verkaufen würdest. Für wie viel Geld würdest du deine Kunst, Gesundheit verkaufen? Für wie viel deine persönlichen Beziehungen? Wenn du nun alle 20 Preise addierst, wirst du sehen, wie hoch der Wert in Euro ist, den du bereits besitzt. Du wirst erkennen, dass du mehr als nur eine Multimillionärin oder ein Multimillionär bist und schon immer warst. Und das sind nur 20 aller deiner vielen, vielen Werte. Überlege dir das Gesamtvermögen deiner Werte in einer ruhigen Minute. Ziele und Wünsche sind aber auch aus einem anderen Grund wichtig, denn du bekommst immer, was du dir wünschst. Alles, was in deinem Leben geschieht, ist das Ergebnis deiner Wünsche. Allerdings hast du bewusste und unbewusste Wünsche. Oft sind die bewussten Wünsche das genaue Gegenteil von dem, was dein Unterbewusstsein wünscht. Diese Wünsche arbeiten dann gegeneinander. Dein Unterbewusstsein ist stärker, das haben wir gelernt. Daher kommen Ergebnisse, die du als schlechte Ergebnisse ansiehst. Misserfolge sind also Erfolge deiner unbewussten Wünsche. Der Teil deines Lebens, der in deinem Einflussbereich liegt, ist also zu 100% das Ergebnis aller deiner Wünsche. Das bedeutet, dass es so etwas wie Versagen gar nicht gibt. Jeder Mensch ist zu 100% erfolgreich. Alle deine Wünsche werden erfüllt, immer. Das ist die Essenz des Lebens. Denke also darüber nach, welche deiner Wünsche gegeneinander arbeiten. Wenn wir alle Erfahrungen, die wir machen, in zwei grundlegende Reaktionsmuster einteilen, dann ist das erste, uns als schwaches Opfer zu sehen. Wir betrachten eine negative Erfahrung als Misserfolg. Wir betrachten sie als etwas, das außerhalb unserer Kontrolle lag. Ich bin ein Opfer, ich kann nichts dafür, ich kann daran nichts ändern. Das ist eine Möglichkeit, eine Erfahrung zu interpretieren und darauf zu reagieren. Das zweite Reaktionsmuster ist, sich als Nutznießer der Erfahrung zu fühlen und den Nutzen in der Erfahrung zu sehen. Du kannst dir selbst die unschuldige Frage stellen, was ist der Nutzen dieses Ereignisses für mich? Warum ist dieses Ereignis eigentlich ein Erfolg? Es gibt einige universelle Methoden, die dir helfen können, in jeder Erfahrung einen Nutzen zu sehen, die ich im Videokurs ausführlich eingebe. Aber allein die Frage nach dem möglichen Nutzen einer negativen Erfahrung macht einen entscheidenden Unterschied. Es hat übrigens nichts damit zu tun, alles positiv sehen zu müssen. Manche Dinge sind nicht positiv, aber trotzdem eine Chance. Man kann es auch mit Viktor Frankl sagen: Wittek, wofür ist das eine Gelegenheit? Und damit wieder zurück zu der bewussten Aufmerksamkeit. Beschäftigen wir uns doch einmal mit deinen Erfolgen. Was betrachtest du als deine Siege, deine Erfolge und dein Wachstum, aber beachtest es gar nicht mehr? Erinnerst dich nicht oft daran oder hast es vielleicht sogar schon vergessen? Wenn du deine Erfolge versteckst und nicht genug beachtest, bist du nicht ausreichend auf den Erfolg fokussiert. Du solltest deine Erfolge, Auszeichnungen, Aufträge etc. immer vor Augen haben. Das schafft positive Muster. Fang an, über dich selbst zu denken: Ich bin ein erfolgreicher Mensch. Hier ist der Beweis. Das habe ich schon erreicht. Solche Gedanken schaffen ein Muster des Erfolges. Dies in allen Bereichen deines Lebens. Deine Erfolge, egal wie groß oder klein, sind sehr wichtig. Welche deiner Erfolge, egal wie groß oder klein, beachtest du nicht mehr? Wenn du über dich selbst nachdenkst, stell dir auch eine ganz andere Frage. Fühlst du dich schlecht,
wenn du streng zu deinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern oder anderen Personen sein musst? Versuchst du vielleicht sogar zu vermeiden, streng zu sein zu anderen? Woher kommen diese Schuldgefühle? Und welche Auswirkungen haben sie? Wenn du nicht in der Lage bist, deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klare Anweisungen zu geben und manchmal auch strenge Forderungen zu stellen, wird dein Unternehmen irgendwann aussehen wie eine Anarchie. Es wird nicht den Erfolg haben, der möglich wäre. Und somit ist es also wichtig, streng zu sein, auch wenn es schwierig sein sollte. Wie fühlst du dich damit? Fällt es dir leicht oder schwer, streng zu sein? Und eine Erinnerung an vorhin. Arbeitest du für deine Firma oder deine Firma für dich? Wichtig für den Erfolg und die Erfüllung im Leben ist auch das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl. Ein Beispiel dazu. Ist es dir wichtig, andere von deiner Meinung zu überzeugen? Gibst du gerne Ratschläge, auch wenn dich niemand gefragt hat? Die versteckte Botschaft ist, du denkst, dass die andere Person ist nicht so gut wie du. Du bist bewusst oder unbewusst der Meinung, du bist besser. Das überhöht dich und demütigt die andere Person. Tappst du in diese Falle, wie ich das auch oft tue? Erlaube anderen zu glänzen, wertschätze sie ehrlich. Auch das ist Teil des Schlüssels zum nachhaltigen Erfolg. Was ist jetzt aber, wenn deine Eitelkeit daherkommt und sagt, ich habe doch alles selbst erreicht. Du bist in jedem Bereich des Lebens eine self-made person. Im Grunde hast du alle Erfolge und alles nur deinen Anstrengungen, deinem eigenen Glück und deiner Ausdauer zu verdanken. Du hast alles selbst ganz alleine geschaffen. Um diese Art der Eitelkeit zu hinterfragen, kannst du dir eine Reihe Fragen stellen. Was habe ich persönlich dafür getan, um die Gesetze der Mathematik und der Physik zu erschaffen, die ich jeden Tag benutze? Was habe ich persönlich dafür getan, dass es Strom, Gas, Wasser, Flugzeuge, den Laptop oder das Telefon, das ich für meine Arbeit brauche, gibt? Was habe ich persönlich dafür getan, dass es meine Kundinnen und Kunden gibt, dass die überhaupt leben? Und ich habe nur einen winzigen Teil all dessen erwähnt, was wir täglich nutzen. Niemand ist jemals alleine erfolgreich. Wenn man sich die Frage stellt, ob es so etwas wie wirklich alleine, alles alleine gemacht gibt, erkennt man, dass das eine Illusion ist. Es gibt nur kumulativen Erfolg. Betrachte einen Baum, der wächst und gedeiht. Von den Wurzeln über den Stamm transponiert der Baum Wasser und Nährstoffe aus nährstoffreichen Bodenschichten zu den Blättern. Die Blätter steuern den Wasserstofftransport und wandeln Wasser und CO2 aus der Luft in Sauerstoff und Glucose um. Dieser Traubenzucker wird über die Äste und den Stamm an die Stelle transportiert, wo es fürs Wachsen des Baumes notwendig ist. Das ganze System gedeiht. Stell dir vor, die Blätter würden beschließen, sich nur noch selbst zu ernähren. Schließlich sind sie es, die Sauerstoff und Glucose ganz alleine produzieren. Das ganze System würde sterben. Die Blätter bekämen kein Wasser mehr und keine Nährstoffe und würden absterben. Wenn du das verstanden hast, kannst du allen Quellen aufrichtig dankbar sein, die deine Erfolge nähren und speisen. Dankbarkeit konzentriert sich dabei auf den Wert und den Nutzen, den du von anderen erhältst. Wenn du Danke sagst oder es auf andere Weise ausdrückst, bedeutet das, dass du diesen Wert erkennst. Wenn du dich darauf konzentrierst, den Wert zu sehen, schaffst du auch unbewusst ein Muster, das Kunden anzieht, die diesen Wert sehen, den du anbietest. Diejenigen, die dieses Muster der Dankbarkeit nicht haben, haben normalerweise das Gefühl, nicht genug zu bekommen. Sie glauben, dass ihre Kunden nicht genug bezahlen. Und das stimmt vielleicht auch, weil sie die falschen Kunden anziehen. Ihr Geschäft ist nicht gut genug, ihre Produkte sind nicht gut genug, nichts ist gut genug. Der Grund dafür ist die Gewohnheit, den Wert nicht zu sehen. Geh dein bisheriges Leben einmal durch und erstelle eine Liste von Werten, die du von Menschen erhalten hast, die dich umgeben oder umgeben haben. Wer sind deine Quellen? Das können beispielsweise deine Eltern, Verwandte, Partner, aber auch Feinde sein. Oder was ist mit Mentoren, Vorgesetzte, Kunden oder Menschen, die dich inspiriert haben? Bedanke dich bei jeder einzelnen Person und sei es nur im Geiste. Wenn du dafür dankbar bist, bist du nicht nur dieser Person dankbar, sondern auch dir selbst, weil du dafür oder dadurch die Quellen deines Erfolges nicht vergisst. Dankbarkeit führt zu dauerhaftem Erfolg.
Du kannst noch einen Schritt weiter gehen und den Quellen etwas zurückgeben. Betrachten wir das Geben von Trinkgeld. Für uns ist es komplett normal, Kellnerinnen und Kellnern mit einem Trinkgeld Danke zu sagen. Wir geben etwas zurück und zeigen damit unsere Dankbarkeit, dass wir gut bedient wurden. Aber Kellnerinnen und Kellner sind nicht die einzigen Menschen, die auf der Welt gut für uns sorgen und zu unserem Erfolg beitragen. Jeder Mensch hat viele Quellen und du kannst es selbst ausrechnen, wie viel jede Quelle zu deinem Leben beiträgt. Wenn du erkennst, dass diese Quellen auch diejenigen sind, die dein Einkommen speisen, verstehst du, wie wichtig es ist, etwas zurückzugeben. Und sei es mit Zahlen von Steuern. Gib den Wurzeln Lebensenergie zurück, damit der Baum nicht abstirbt. Es geht nicht darum, episodisch Trinkgeld zu geben, weil du gerade gute Laune hast, sondern kontinuierlich etwas zurückzugeben, weil du willst, dass diese Quellen nicht versiegen. Wenn man diese Grundidee verstanden hat, geht man automatisch von öffentlichem Geben zu stillem Geben über. Du gibst, sagen wir deiner Mutter nicht, um allen Verwandten zu erzählen, wie toll du bist das gute Kind, mach weiter so, Schulterklopf, sondern weil du willst, dass deine Quellen gedeihen, weil sie deinen Erfolg nähren. Natürlich geht es beim Thema Erfolg auch immer um die Frage der Skalierung. Wie kannst du deinen Erfolg multiplizieren? Wie kannst du dafür sorgen, dass deine Muster in die richtige Richtung arbeiten? Ich möchte aus diesem Themenbereich nur eine Frage herausgreifen, die du dir jeden Tag stellen kannst. Wie kann ich mehr Wert mit mehr Freude an mehr Menschen geben? Die Frage besteht aus 4 Teilen. Der erste Teil der Frage lautet, wie kann ich geben, und konzentriert sich aufs Geben und nicht aufs Bekommen. Der zweite Teil ist Wert. Das heißt, du lieferst deinen Kundinnen und Kunden Wert und Nutzen. Der dritte Teil ist mit Freude. Das bedeutet, dass du dein eigenes Interesse an die erste Stelle setzt. Wenn du dein Interesse nicht an die erste Stelle setzt, wirst du in diesem Geschäft unzufrieden sein. Am Ende des Tages wirst du keine Energie mehr haben, um dieses Geschäft zu machen. Mit mehr Freude ist also ein wichtiger Teil der Frage. Der vierte Teil lautet, für mehr Menschen. Je mehr Menschen du Wert und Nutzen lieferst, desto mehr wirst du zurückbekommen. Mehr Geld, mehr Liebe und alles andere, was du Gutes von Menschen bekommen kannst. Ein Nugget für Erfolg und Erfüllung. Wie kann ich mehr Wert mit mehr Freude an mehr Menschen geben? Öfter gut. Ich habe vieles nicht angesprochen, was in der 8-Schätze-Methode für inneren und äußeren Reichtum noch enthalten ist, wie zum Beispiel, was deine Vorfahren mit deinen Erfolgen zu tun haben, wie andere deiner Eitelkeiten, und ja, auch du hast welche, genauso wie ich, mehr Wohlstand verhindern und was du dagegen tun kannst und wieso jeder von uns Schuldgefühle hat, die sich auf unser Leben auswirken und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass du dennoch wertvolle Nuggets mitnimmst und dich in nächster Zeit intensiv mit dem Thema Erfolg und Erfüllung beschäftigst. In jedem Fall wünsche ich dir, mögest du mit immerwährendem inneren und äußeren Reichtum gesegnet sein. Dankeschön, Martin. Dankeschön. Wir haben noch Zeit vielleicht für 1 oder 2 Fragen, wenn es welche gibt. Dem scheint nicht so zu sein. Dann nochmal vielen Dank, Martin, und sehr gerne.